Herzlich willkommen zu einem stickigen, schnackigen, kleinen Infovideo. Ja, ich möchte einfach hier, dieses Video soll auch gar nicht lang gehen, ich möchte hier nur kurz zwei Dinge ansprechen. Und zwar erstens, ich habe mir einen Instagram-Account gemacht und zweitens, wir haben eine Planänderung, beziehungsweise ich habe eine Planänderung, genau. Beginnen wir einfach mit dem ersten Punkt. Ich habe einen Instagram-Account gemacht, genau, den Link habe ich in der Videobeschreibung verlinkt, genau. Ja, da könnt ihr, wenn ihr wollt, ganz gerne mal vorbeigucken. Genau, dort habe ich jetzt nur ein Foto von der Baureihe 628 gepostet. Das Foto ist auch nicht wirklich gut, aber ich möchte dort versuchen, immer mindestens einmal die Woche ein neues Bild hochzuladen. Genau, und ja, das ist einfach nur, genau, das ist das Erste, was ich einfach so sagen wollte. Genau, und das Zweite, was ich sagen wollte, es gibt eine Planänderung. Genau, und zwar kommt nächstes Wochen, also kommt, nee, kommt morgen, also Samstag, kommt dann die, kommt ein Vlog aus Mecklenburg-Vorpommern. Genau, morgen kommt dann der Vlog Hashtag 2 aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich war letztes Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern, genau. Und deshalb werde ich dann am Morgen, also morgen so ungefähr um 12 Uhr dann den Vlog hochladen. Genau, mal gucken, ich werde, bis wann ich es schaffe, aber ich denke so morgen ungefähr bis um 12 wird dann der Vlog aus Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht. Und dann in einer Woche, also am Samstag dann in einer Woche, kommt dann meine Dokumentation über die Bahnstrecke Berlin-Rostock, beziehungsweise um ganz genau zu sein, um die Bahnstrecke Rostock-Neustrelitz. Allerdings will ich in dieser Dokumentation den gesamten Abschnitt Rostock-Berlin vorstellen. Genau. Die Dokumentation über die Linie 68 der Straßenbahn Berlin, diese wird dann zwei Wochen verschoben, das heißt, sie kommt dann am 1. Februar, wird sie dann veröffentlicht und die Dokumentation über die Fahrzeuge der Straßenbahn Berlin wird dann auch um eine, also die Doku über die Fahrzeuge der Straßenbahn Berlin. So, ich rede, glaube ich, zu schnell, sonst versteht man meine Stimme nicht. Genau, diese Doku, die wird dann auch um eine Woche verschoben. Die wird dann nicht wie geplant am 1. Februar veröffentlicht, sondern am 8. Februar. Genau, kurz zusammengefasst, ich habe einen Instagram-Account. Da wird jede Woche ein neues Bild hochgeladen. Instagram-Account ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und es wird gibt eine Planänderung. Samstag, also morgen, um ungefähr 12 Uhr kommt dann der Vlog aus Mecklenburg-Vorpommern und am Samstag in einer Woche kommt die Dokumentation über die Bahnstrecke Rostock-Neustrelitz, wobei ich, wie gesagt, den gesamten Abschnitt Rostock-Berlin vorstellen werde. Genau. Und dann, genau, die Dokus, genau. Dann kommt noch in einer Woche später, also zwei Wochen, kommt dann die Doku über die Linie 68 der Straßenbahn Berlin und dann in drei Wochen kommt dann die Doku über die Fahrzeuge der Straßenbahn Berlin. So, ich habe jetzt, glaube ich, genug gelabert. Das Video soll auch gar nicht groß lang werden. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat, ich wollte einfach nur euch kurz über die Sachen informieren, genau. Und ich würde einfach mal sagen, ciao.